Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin sie Pamela, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir. Und für all die Neuen, herzlich willkommen, abonniert gerne meinen Kanal. Und für all die anderen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei mir. Heute habe ich meine berühmte rote Kiste hier und das heißt, ich zeige euch mein Aufgebraucht-Video. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, das weiß ich, aber ich hatte so viele andere Videos zum Drehen und dann hatte ich nicht genug Speicherplatz und. So, deswegen ist auch ziemlich viel zusammengekommen. Ich habe diese Kiste und diese Kiste ist auch schon wieder fast voll. Ist auf das gehört hier nicht rein. Ja, ist auf alle Fälle genug und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich einmal an. So, und zwar habe ich das Splendid Anti-Kalk-Gel wieder mal leer gemacht. 1 Liter ist da drinnen, also ist für die Waschmaschine, das leere ich immer rein. Dann habe ich noch leer gemacht das 4-3 Do-It Hydrating Hyaluronic Mist. War eigentlich ganz okay, das ist von Colourpop. Da werde ich mal diese Flasche werde ich mir aufheben auf alle Fälle, nur halt ausspülen. So, dann mache ich mal wieder Häufchen, dass ich dann nicht nochmal sortieren muss. Dann habe ich von der Caro diese Mikrofaser-Abschminkpads bekommen und die sind voll gut. Die waren in rosa. Genau. So, dann habe ich etliches an Kerzen hier drinnen leer gemacht. Und zwar von Juwelkerze die rosé-goldene Variante von denen hier. Da war eine Halskette drinnen auf alle Fälle. Der Duft ist schon wirklich gut, so ein bisschen pudrig auf alle Fälle. Und die Kerzen hebe ich mir auch immer auf, die haue ich nicht weg. Dann habe ich noch eine mit Lavendel und Vanille. Aber da kann ich Lavendel riechen, komischerweise. Ja, ich finde da drinnen in der Juwelkerze riecht es richtig gut. Ohrringe waren da drinnen. Dann haben wir noch eine und zwar war das die Berries Kerze und da waren Ohrringe drinnen. Das war jetzt nicht mein Lieblingsduft, aber ich habe sie verbrannt, ne? Also abgebrannt. Dann habe ich noch eine Juwelkerze, also ich habe echt viel aufgebraucht im Dezember. Die heißt Don't Know, Don't Care by Horia. Und da waren, da sehe ich jetzt gar nicht, was da drinnen war. Okay, machte nichts. Ja, der Duft war eigentlich ganz angenehm, nur leider ist sie nicht so gut abgebrannt. Hier unten habe ich noch einen Kerzenrest drinnen. Dann geht es weiter mit Kerze. Und zwar habe ich auch noch abgebrannt von Woodwick, die Wildberry and Beets. Ja, die hat nach Beere gerochen, aber ihr seht, die ist gar nicht gut abgebrannt. Da ist relativ viel zurückgeblieben. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich finde, die hat auch nicht so gut gerochen beim Anzünden wie die Juwelkerze. Das muss ich auch noch dazu sagen. Außerdem haben wir dann noch ein paar Teelichter. Aber da werden uns wahrscheinlich noch ein paar unterkommen. Und zwar, ja, das war grün und weiß. Das war von Janky Candle, den Adventskalender. Ja, viel riecht man da jetzt nicht mehr. Da kann ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. So. Dann habe ich noch einige Masken, Augenpads. Da habe ich die blauen, die sind richtig, richtig gut. Die mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier dreimal Augenpads Q10 Antifalten Power von Isana. Die fand ich richtig gut. Die habe ich mit 2 Freundinnen gleichzeitig gemacht. Und das sind so ganz dünne und die haben richtig gut gehaftet. Die habe ich sehr gut gefunden. Da haben wir einen halberten Lachanfall. Also wir haben Lachanfälle bekommen bei der Maske. Die war erstens einmal so mit Serum gedrängt, dass meiner Freundin immer alles im Mund gelaufen ist. Und die hält halt leider nicht gut, die von Action. Die finde ich nicht so gut. Und ich habe die bedruckte Tuchmaske genommen, die mit dem Schäfchen drauf. Die B-Sweet-Maske.
Die war eigentlich auch ganz gut bedruckt, also mit Serum getränkt, aber die hat auch nicht gut gehalten. Solche Masken mag ich einfach nicht. Aber sie war sehr süß, also ich habe ausgedrückt wie ein kleines Schäfchen, ne? Okay, das ist eine Gebrauchsanweisung, das gehört auch nicht rein. Dann habe ich Baby's Wipes aufgebraucht von Action. Die nehme ich immer nur, um Swatches zum Entfernen und um meine Hände abzuputzen. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht von Isana Creme Dusche Soft Dreams. Himmlischer Duft nach frisch gewaschener Wäsche. Hat schon ein bisschen danach gerochen, also fand ich eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das hatte ich in irgendeinem Paket drinnen. Dann habe ich bekommen, von wem habe ich die bekommen? Ich glaube, das war von der Stefanie im Adventskalender oder von der Caro, ich weiß nicht mehr. Die Babo-Ampullen, da habe ich mich so, so sehr drüber gefreut. Da waren drei Ampullen mit jeweils 2 ml drin: eine Hydra Plus, eine Multivitamin und eine Lift Express. Und am coolsten finde ich die Hydra Plus, weil die gibt so extrem viel Feuchtigkeit. Wahnsinnig gut. So, dann habe ich hier noch aufgebraucht eine Janky Candle Cinnamon Stick Kerze. Boah, die riecht noch immer, das Plastik riecht noch immer so gut danach. Also ich liebe ja Zimt und das hat wirklich gut gerochen. Dann habe ich so einen Prada Duft aufgebraucht. Da gehst du einmal rein und kannst riechen und das war's dann schon wieder. Mann, das riecht so gut. Oh mein Gott, Prada ist so, so gut. Ich liebe diesen Duft, der ist so, so gut. Vielleicht hebe ich mal das auf, aber ich glaube, ich schmeiß einfach weg, weil ich habe so viele Parfums und. Aber das riecht so gut. Dann von Estée Lauder Perfect Clean. Das war ein Foam Cleanser, also ein Schaumreiniger war das. Das habe ich immer auf meinen Vibrationsreiniger draufgegeben und habe mich einfach in der Früh immer abgereinigt. Das hat auch sehr, sehr lange gehalten. Ja, aber jetzt ist es leer, ne? Und würde ich nicht mehr nachkaufen. War nur in der Mad Little Box drin. Die sind noch nicht vegan, deswegen würde ich die nie wieder nachkaufen. So, dann habe ich einmal aufgebraucht Pure. Frische Wäsche habe ich schon einen leer gemacht, der hält bis zu 70 Tage. Ich glaube, so lange hat er nicht gehalten, aber vielleicht so 1,5 Monate, ich weiß nicht genau. Ich habe es zwar nicht aufgeschrieben, wann ich das reingegeben habe, aber hat sehr, sehr gut gerochen und ja. Dann habe ich ein Make-up-Produkt leer gemacht und das muss ich mir auch gleich aufheben für die Jahresbilanz dann, fürs nächste Jahr wieder. Skin Realist habe ich leer gemacht und der war ein bisschen zu hell, deswegen habe ich den gerne leer gemacht in der Farbe Fair, weil ich nehme Selbstbräuner und da ist mir das zu hell, aber ich mag die Foundation wirklich, wirklich gerne. So, das muss ich aufheben. Außerdem habe ich noch ein Make-up leer gemacht. Kann man ja fast gar nicht glauben, oder? Von Essence, das Soft Touch Mousse in der Farbe 02. Und das war super. Das ist gar nicht teuer. Und ich finde es richtig, richtig gut. Ist auch irgend so ein Glasdeckel. Das werde ich mal aufheben. Auf alle Fälle und auswaschen. Dann habe ich einen Manuka-Honig leer gemacht, der hat echt lange gehalten. 500 Gramm aus Neuseeland. Nehme ich immer, wenn ich kränkel oder wenn ich das Gefühl habe, mir geht es nicht so gut, nehme ich immer einen Esslöffel oder Teelöffel und dann geht es mir gleich viel besser. Dann habe ich noch eine Kerze leer gemacht von Woodwick. Da ist leider nichts mehr drauf. Was ist das für ein Geruch? Das riecht irgendwie komisch. Riecht nicht nach viel. Ein bisschen herb, aber ist leider wieder nicht so gut abgebrannt. Hier sieht man es drinnen. Also die brennen leider nicht so gut ab. Da kostet aber so ein kleines Gläschen auch schon um die 7 Euro. Also würde ich nicht nochmal kaufen. Aber da gab es ja einen gratis Adventskalender. Deswegen habe ich die Kerzen gekauft. Dann habe ich noch ein hakelfeuchtes Toilettenpapier leer gemacht. Dann, dieser Sponge ist Caboto, der wird auch aussortiert.
Dann habe ich, also nicht ich, das war mein Freund, der hat die Colgate Sensitive Instant Relief Whitening Zahnpasta leer gemacht. Ja, ich glaube, er nimmt eigentlich fast nur Colgate, glaube ich. Dann habe ich noch von Caudalie das Resveratrol Lift Firming Eye Gel Cream und ich habe das aber für die Kontur, für die Lippenkontur genommen. Ja, dass man keine Fältchen bekommt. War eigentlich ganz okay. War eine leichte Konsistenz. Was habe ich da? Genau, das war der Micro-T. Da ist ein bisschen schmutzig drin. Mal hier wegputzen. Das war der Micro-T von. Oh, wie heißt denn das jetzt? Zwar in dieser Glow-Bag drinnen, da in dieser DM-Bag. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, natürlich. Und der hat mir aber nicht gefallen. Also, da war ja diese Thermoskanne dabei von der Firma. Und, oder steht das da noch irgendwo drauf? Waterdrop, genau. Und dieser Tee hat mir nicht gut ge. Also, das kommt weg. Das kommt weg. Dann habe ich noch eine Kerze. Die habe ich aber leider ausgeschüttet in meiner Panik. Aber die riecht so, so, so gut. Das ist die Haribo Cherry Cola Kerze. Die habe ich auch mal bei Half Price habe ich die gekauft. Da ist aber auch noch relativ viel drinnen. Das ist schade, dass die nur so abgebrannt ist. Und die färbt doch noch ein bisschen ab. Und ja, die wird auf alle Fälle entsorgt im Glas. Und die Kerzen, glaube ich, werde ich mal auch aufbehalten. Da kann man vielleicht noch was basteln. Da muss ich schauen. Außerdem habe ich leer gemacht die von Colourpop, die Crystal Face Jewels. Da waren 72 Stück drinnen. Die habe ich bei einem außergewöhnlichen Schminke dann verklebt, sage ich mal. Hier haben wir noch ein Teelicht von Janky Candle. Da kann ich auch nicht viel dazu sagen. Das riecht nicht mehr. Ich habe noch ein Make-up-Produkt. Ich habe den Fine Liner von Make-up Mecca leer gemacht. Beziehungsweise aussortiert. Wenn die nicht mehr gut malen, dann sortiere ich die aus. Genau. Dann habe ich, das habe ich echt lang gehabt, das habe ich seit dem Sommer benutzt, das Madara Deep Moisture Vitaminöl. Und das war gut. Es hat zwar nicht so gut gerochen, irgendwie am Anfang dachte ich mir, soll ich das nehmen? Aber ich habe es dann doch ausgenommen dann. Ja, der Geruch war jetzt nicht so besonders, aber ja. Das werde ich mir auch wieder aufheben, weil da kann ich mir vielleicht was anderes noch einfüllen. Mit der Pimpette. Dann habe ich noch ein Make-up-Produkt leer bekommen, zwar ein Fixing Spray von Essence, aber nur 50 Milliliter drin. You Better Work Chimproof Fixing Spray. Der war ganz okay, also hat. Aber mir half meistens das Make-up eigentlich mit jedem Fixing Spray. Also ich hatte noch kein Fixing Spray, was gar nicht gut gewesen wäre. Dann habe ich wieder ein Balea Duschöl aufgebracht. Eine Lotion für Gesicht und Körper Ananas Orange. 100 Milliliter, aber ich habe es nur für den Körper genommen. Das hat eigentlich, glaube ich, ganz gut gerochen. Ja, das hat gut gerochen und war wirklich nur so ganz eine feine Lotion. Aber wäre mir jetzt für den Winter einfach ein bisschen zu wenig. Dann habe ich eine Seife aufgebracht von Palmolive mit Mandel und Milch. Genau. Ich würde sagen, das ist Papier. Dann habe ich von Be Perfect den Hydro Glow Tanning Facial Mist 150 Milliliter aufgebracht zum Tannen fürs Gesicht, zum Ansprühen. Das mache ich eigentlich jeden Tag. Das muss auch gereinigt werden. Dann habe ich noch ein Make-up-Produkt und zwar von Shiseido, diesen Cyclo Skin Glow Luminizing Fluid Foundation. Und die war gut in der Farbe Golden 3. Und die war richtig gut für meine Mischhaut und vergrößerte Poren. Ja, war wirklich, wirklich gut für mich.
Aber das ja, werde ich aufheben, aber nicht weiterverwenden auf alle Fälle. Dann habe ich noch eine dekorative Kosmetik. Ich weiß, dieses Monat habe ich echt krass aufgebraucht. Also. Wet n Wild Mega Length Mascara, die ist jetzt auch leer oder so gut wie leer. Also da, ich mache keine schönes Ergebnis mehr, deswegen habe ich die aussortiert einfach. Die wird aber auch aufgehoben. Ich will jetzt nämlich fürs nächste Jahr einfach so einen Jahresvergleich haben. Was habe ich jetzt wirklich, wie viel aufgebraucht? Wie viel Mascaras, wie viel Foundations und so weiter. Oder ich schreibe es mir einfach in ein Buch rein. Das kann ich auch machen. Dann könnte ich das entsorgen. Aber man kann es auch verwenden, um die Tops oder Flops auch zu zeigen. Ne? Dann habe ich noch eine Mascara aufgebraucht. Und die war richtig gut. Und zwar von Douglas, die Oh Yes Lashes Mascara. Die hat mir gut gefallen. Und ich habe auch noch einen Ton aufgebraucht von Vegan. Der war auch schön. Der war mal in der Glossy Box. Aber der ist urteuer. Ich glaube, der kostet 30 oder 40 Euro. Ist viel zu teuer. Aber leider nur so zum Rausschütten. Aber bei einem Toner ist es nicht so schlimm. Dann habe ich so einen Fugenstift benutzt. Also den habe ich nicht ganz aufgebraucht. Aber der war leider nicht so gut. Aber ich dachte, ich nehme es einfach mit rein. Muss man auch da hier entsorgen. Genau, dann habe ich noch mal so eine, diese Augenpads von Isana. Die habe ich euch eh vorher schon gezeigt. Ich habe von Kylie Skin, das war der Kylie Jenner, so eine Augencreme aufgebraucht, weil die habe ich von der Caro bekommen und die hat gesagt, sie brennt sie. Ich habe sie aufgebraucht. War jetzt nichts Großartiges, aber ja, ich habe sie aufgebraucht. Dann habe ich von Isana die Augenpads Hydro Booster. Genau. Die sind mit Hyaluron und Aloe Vera. Die haben mir super gut gefallen. Und habe ich super gerne verwendet. Aber leider gibt es ja bei uns keinen Isana. Dann habe ich noch von Dr. Beckmann die Farb- und Schmutzfänger Mehrweg. Also die kann man mitwaschen. Die fangen den Schmutz auf. Bis zu 35 Mal verwendbar. So, dann gehen wir schon an die zweite Kiste. Da habe ich noch mal eine Seife aufgebraucht. Alles da reinschmeißen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz hier. So, mein Freund hat aufgebraucht den Needle Black Forest Gin and Tonic und das hat ihm eigentlich ganz gut gefallen. Es war nur, wie hat er gesagt, da waren richtige Tannenbaumnadeln drinnen. Die waren natürlich zerkleinert und so. Und es war sehr herb. Außerdem habe ich meinen Asthma-Spray aufgebraucht. Ich dachte mir, ich gebe ihn auch an. So, dann habe ich noch vom Babur eine Ampulle, weil ich habe, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt im vorigen Haul, aber ich habe auch war im Barbershop und habe mir den Adventskalender von letzten Jahr, den Ampullen-Adventskalender gekauft. Und da gab es diese Ampulle gratis und da habe ich mich sehr gefreut. Eine Kollagen-Booster-Ampulle. Was noch weggekommen ist, ist diese Bürste. Die war mir viel, viel, viel zu hart. Die wird jetzt weggeschmissen. Dann habe ich noch feuchtes Toilettenpapier nochmal aufgebraucht. Ein Knapp verwöhnendes Cremeöl-Peeling und das mag ich sehr, sehr gerne. Das hatte ich glaube im Adventskalender hatte ich das wieder drin von der Stefanie oder so. Dann habe ich noch Zahnputztabletten ausprobiert, aber die gefallen mir nicht so gut von der Konsistenz und vom Geschmack her wie die, was ich vorher hatte, aber mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Leer gemacht oder fast leer gemacht, weil mit diesem letzten Rest habe ich keinen gescheiten Schaum mehr zusammenbekommen. Und da muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen sauer, weil Jeboda ist nicht billig und das ist nicht toll, dass ich aus dem letzten Rest das nicht mehr rausbekommen habe. Also ich hätte schon, aber ich muss pump, 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 da kam fast nichts mehr raus. Und das ist der Bubble Double. Und die Verpackung schaut ja auch schon mehr als mitgenommen aus, ne? Ich meine, ja, ich habe es jeden Tag verwendet, aber trotzdem, das schaut echt krass aus. Und kann man das? Ah ja, man kann sogar aufschrauben. Und man könnte das wiederverwenden mit einem anderen Schaumreiniger. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Aber, ja,
Weiß ich noch nicht. Oder ich hau's weg. Muss ich mir noch überlegen. So. Dann habe ich von Glove die Water Only Makeup Remover. Das waren zwei so Herzen. Die hatte ich eh schon mal. Die hatte ich in der Look Fantastic Box drinnen. Genau. Und die verwende ich sehr, sehr gerne. Außerdem habe ich die Charlotte Tilbury Magic Cream Light benutzt und die hat mir sehr gut gefallen, aber ist sie den Preis wert? Ich finde nicht. Ist auch mit einem Pumper gewesen und ein Glas, also das müsste eigentlich ein Glasflocon sein, das müsste man zum Glas schmeißen. Und dann habe ich noch ein, okay, das schaut jetzt ein bisschen nicht so schön aus. Ich verdecke das ein bisschen. Das ist wegen ein Kalk, ne? Von My New Hair eine Tiefenpflege Haarmaske, Kraft und Pflege für trockenes, brüchiges und strapaziertes Haar mit Keratin und Kokosnussöl. 350 ml, also wirklich ein großer Bottich. Der Geruch war so lala. Das Problem ist, dass der Kokos drin ist. Normalerweise mag ich überhaupt keinen Kokos. Aber ich dachte mir, bei meinen Haaren, an denen rieche ich jetzt nicht so krass dran. Also ist mir wurscht. Dann habe ich von My Little Box einen Toner drin gehabt. Den habe ich auch gerne aufgebraucht. Ja, der war halt nur so zum Schütten. Deswegen brauche ich diese Verpackung jetzt nicht. Ist das geflogen, macht nichts. Dann habe ich noch aufgebraucht ein Dusch- und Schauergel, ein Bad- und Duschgel, genau, von Miro Femme. Der Geruch war eigentlich ganz angenehm. Ja, der war so ein bisschen vanillig, schaumig, cremig, also der hat mir gut gefallen. Dann habe ich, warum habe ich das herinnen? Creme, Gel, Pencil. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das da dazu gehört. Ich glaube, das ist da ist noch eine Verpackung drin. Vielleicht, weil ich die in meine Sammlung aufgenommen habe. Vielleicht zum Sagen, dass die gut war. Das ist die Art Deco Mascara, die Volume Supreme Mascara. Die waren eigentlich gut und auch dieser Lip Pencil von Colourpop. Aber da haue ich die Verpackung jetzt auch weg. Außerdem haben wir hier noch so ein Haaraccessoire. Da habe ich zwei Zöpfe gehabt und da wollte ich das einspannen. Das hat aber nicht gehalten. Also wenn, muss man das mit mehreren Haaren hinten eher machen. Eine milde Seife von Isana Meeresluft. Das hat sehr, sehr gut gerochen, was ich mir so erinnern konnte. Ja, das hat wirklich gut gerochen. Also, die habe ich mal bestellt. Da war mein Freund in Deutschland und da hat er mir die mitgenommen. Also, da habe ich mich sehr gefreut. Und von Lotte London noch ein Make-up-Produkt, Augenbrauenstift, habe ich leer bekommen. Noch eine Kerze. Magnolia Birch. Hat ganz gut gerochen, aber urviel Kerzenrest. Das ist wirklich schade. Dann habe ich noch im Adventskalender dieses Liquid Lipstick und Lip Liner drin gehabt. Das war eigentlich auch ganz gut. Und ich habe auch noch von Rituals, The Ritual of Mare, ein 24-Stunden Antiperspirant-Spray. Der Duft war okay, aber wenn man da gesprüht hat, hat das so einen krassen Nebel hinterlassen. Ich weiß nicht, das hat mir nicht so gefallen. Dann habe ich noch leer gemacht einen Cleansing Balm von Kiko. Das ist so ein Glastiegel. Vielleicht hebe ich mal den auf. Ja, und ich muss sagen, der war eigentlich gar nicht schlecht. Da habe ich mein Gesicht damit gereinigt. Also, der war wirklich nicht schlecht. Ich glaube sogar, dass der nicht in die Augen gebrannt hat. Genau. Dann habe ich noch leer gemacht. Ja, ist eine Nahrungsergänzung. Ich dachte, ich zeige es euch trotzdem. Von der Apotheke für Gedächtnis, für Merkfähigkeit und Erinnerung war das. Mit Vitamine, Vitalpilze, Ginkgo und Ginseng. Wie Vitamin B5 auch noch. So schaut das aus. Dann habe ich in Benutzung dieses Invisi Bubble. Ich glaube sogar, das ist das. Das habe ich hier liegen.
Das ist eigentlich auch schön. Das war, ich glaube, es war. Nein, im Adventskalender war es nicht drin, weil dann wäre es nicht so verpackt. Ich weiß es nicht mehr, wo es drinnen war. Dann noch ein Teelicht von Genki Candle. Dann hat mein Sohn das Adidas UEFA Champions League Duschgel leer gemacht. Das war eigentlich ganz gut. Das ist für Körper und Haare. Ja, das riecht halt sehr frisch. Habe ich leer gemacht. Das Chill and Breathe von Chili Hicks 110 Milliliter. Das kann man über Haare und Körper sprühen. Das war angenehm. Ja, das war wirklich, es riecht schon richtig so nach Relaxen irgendwie. Und das habe ich mir immer am Abend, bevor ich zu Bett gegangen bin, habe ich mir das am ganzen Körper aufgesprüht. Das mag ich ultra gerne. Und ich denke, das kann ich vielleicht noch weiter verwenden. Dann habe ich von Larive Queen of Life, das war ein Parfüm-Deodorant in so ein Deo-Dings. Und das habe ich von einer Freundin bekommen, das hat auch gut gerochen. Dann habe ich das Body Scrub Watermelon vom Bubble Tea leer gemacht. Das war angenehm, da waren die Körner nicht zu grob und hat auch gut gerochen. Also, das hat mir auch gut gefallen. Dann habe ich. Da waren 50 Mini so Bänder drinnen. Ich glaube, das war vom Action oder so. Genau. Die halten halt nicht so lange. Mit der Zeit werden die einfach spröde. Aber ich habe welche gebraucht. Deswegen ja, habe ich mir die genommen. Und im Adventskalender von der Stefanie war auch die Bikia Nutri Intense Rosenwasserkur drinnen für trockene Haut. Die war auch schön. Und wir hatten noch eine Ampulle drinnen, die Hyaluronkur intensive Feuchtigkeit. Die war auch super. Dann haben wir noch ein dekoratives Schätzchen und zwar vom Milk Make-up, der Concealer. Den habe ich echt, echt lange verwendet. Aber der hat mir gefallen von der Deckkraft. Ja, mir hat der gefallen. Dann habe ich noch leer gemacht von Baby einen Gel-Cleanser und ja, der war gut. Dann gebe ich mal, wie gesagt, immer auf mein auf dieses Vibrationsreinigungs Dings drauf, Dingens drauf und reinige einfach mein Gesicht. Ich glaube, da habe ich dann noch einen Reiniger. Ich muss kurz mal schauen. Ja, ich habe dann noch einen Reiniger und das war aber ein. Genau. Von Aven habe ich noch diese Emulsion, die war aber auch ganz gut. Also kann ich nichts dagegen sagen. Dann habe ich noch Ampullen und zwar Power Serum Ampullen Retinol und Beta-Glucan. Und da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut darüber. Fragt mich jetzt nicht, wo das drinnen war, aber irgendwo was drinnen. Ist es jetzt Papier? Oder ist es jetzt Blatt? Es ist, glaube ich, mehr Papier. Okay, passt. So, dann habe ich noch ein dekoratives Schätzchen, aber dann ist es jetzt, glaube ich, aus. Und zwar das Lipgloss von Catrice Generation Plump and Shine Lipgloss. Genau, den habe ich auch schon relativ lang in meiner Sammlung. Die Farbe kann ich euch leider nicht mehr sagen. Aber ja. Die waren eigentlich alle relativ gut. Die waren aber vom letzten Jahr, ne? Und jetzt habe ich sie zum Glück ein Jahr. In einem Jahr habe ich das tatsächlich aufgebraucht. Aber ich habe viel mehr Lipglosse. Aber die Standard-Lipglosse, die was ich öfters benutzen kann, die habe ich mir jetzt zu meinem Arbeitsplatz hingestellt. Und da werde ich eine nach der anderen jetzt aufbrauchen. Weil soll nicht schlecht werden, ne? Dann habe ich. Unglaublich in einem Jahr auch von Pomelo und Co. das Hair Serum aufgebraucht und ja, das war ganz gut, aber ein Jahr habe ich gebraucht, um das aufzubrauchen. Das werde ich aber eliminieren, weil das sieht man nicht durch. Dann habe ich auch noch zwei Parfums leer bekommen und zwar, nee, nicht ich. Das hat mein Freund leer bekommen. Das war im Adventskalender. Das hat ihm anscheinend wirklich gut gefallen. Mir hat das auch gut gefallen. Das wird entsorgt. Und ich habe leer bekommen, das Clean Skin. Ja, das Parfüm habe ich leer bekommen. Ich finde, das ist eigentlich sehr frisch. Ja, das war ein bisschen zu früh jetzt.
Das ist eigentlich ganz angenehm. Das ist nicht intensiv und so. Und habe ich geschenkt bekommen, glaube ich. Und habe ich jetzt einmal leer gemacht. Genau. Weil Wasser kaufe ich mir eh nie selbst. So, ein paar Produkte habe ich noch. Und zwar, da habe ich auch das Olivit, die 3 Tropfen habe ich jetzt da dazu auch genommen. Weil ich glaube, das braucht auch jeder, so Vitamin D3-Tropfen, weil ich glaube, wir leiden alle an dem Mangel. Dann habe ich noch leer bekommen von Make-up Maker die Self-Tan Drops. Ja, waren ganz okay. Die habe ich einfach immer in meine Feuchtigkeitscreme reingemischt. Ja, mal schauen, ob ich das noch sauber bekomme. Wenn nicht, haue ich es weg. Dann habe ich noch was zum Bräunen und zwar die Natural Glowing Skin von Saint-Tropez. Die waren ganz, ganz leicht. Also die waren Self-Tan zwar, also ein Bronzing Water ist das, aber mit einer ganz leichten Deckkraft. Dann habe ich von Number One Chanel das Serum leer gemacht. Und dann habe ich auch noch von Clinique den Moisture Surge leer gemacht. Das war auch so ein hydratisierendes Serum. Und das letzte Produkt ist das Dr. Barber Pro AHA Peeling Overnight. Und ja, es ist ein Gesichtspeeling für über die Nacht und habe ich eigentlich ganz gut vertragen, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil es einfach viel zu teuer ist. Hatte ich in einer Box, in einem Sale Bundle, sowas in der Richtung, hatte ich das drin. Genau. Außerdem wollte ich euch noch schnell zeigen, was ich noch aussortiert habe. Das gehört eigentlich noch dazu. Das mache ich noch schnell und dann sehen wir sich gleich wieder. So, ein paar Sachen habe ich jetzt noch in meiner Kiste, die habe ich gerade hier reingelegt, die was aussortiert werden. Als erstes habe ich die Be Perfect, die Dream Big Palette aussortiert, weil die mir, ich habe die jetzt auch nochmal probiert. Der eine Ton ist hier generell rausgebrochen, das war aber schon bei der Lieferung, aber alle anderen Töne sind eigentlich eh noch gut beieinander, nur. Ich habe die jetzt nochmal probiert. Die Pigmentierung ist mir zu wenig. Sie ist nicht schlecht. Sie ist wirklich nicht schlecht, aber ich habe bessere Paletten. Und deswegen wird die in einen Trashy oder wird auf meine Sale-Seite wandern oder whatever. So, als nächstes, aber da werde ich die Caro fragen, weil da schon ein Ton gebrochen ist. Vielleicht möchte sie die Palette haben. Das ist die BH Cosmetic Glam Reflection Palette. Leider vertrage ich die Töne nicht so gut. Hat mir das Auge ein bisschen gebrannt danach, aber ich bin auch sehr, sehr empfindlich. Das sind die Töne und da ist eben schon, das habe ich damals von der Nicole Nina Wien bekommen und da ist der Ton auch schon gebrochen gewesen. Aber die Töne sind wirklich sehr schön und ja. Ich werde sie fragen, ob sie die haben möchte. So, dann habe ich auch noch von Be Perfect die Karneval-Palette. Und die werde ich auch auf meine Sales-Seite stellen, weil die habe ich nur ein bisschen verwendet. Ein paar Töne ein bisschen mehr, die anderen weniger. Und die ist mir einfach, auch wenn sie Farbe hat, aber die ist mir zu neutral. Und ich möchte nur mehr Paletten in meiner Sammlung haben, die was ich wirklich mag. Eine Be Perfect habe ich jetzt noch, die Karnevalpalette, also diese bunte Karnevalpalette. Die ist vor Pigmentierung noch besser. Und ich habe noch eine Palette aussortiert, das ist diese hier, die ist von Revolution. Die ist eigentlich ganz gut, nur habe ich die, glaube ich, dann auch nicht mehr vertragen. Und die Töne sind wirklich, wirklich schön. Ich kann die auch kurz swatchen. Sie ist halt nur eine reine Schimmerpalette. Und so schaut die aus. Also schlecht ist die nicht pigmentiert, ne? Ja. Aber wenn ihr irgendeine Palette haben möchtet, dann schreibt es mir gerne auch auf Instagram. Ist kein Problem. So, dann habe ich aussortiert und zwar, das ist nach kürzester Zeit einfach beim Waschen hier aufgerissen und verformt. Das kommt weg, das kommt in die Tonne. Dann
habe ich noch. Wo ist der zweite Dings dazu? Genau. Dieser Pinsel von Tobias Blaze, sehr enttäuschend, ist leider hier lose geworden und das Pinselset war echt, echt teuer. Das kommt weg. Dann habe ich auch noch hier, das war ein günstiges Pinselset, das ist mir egal. Das war so ein Brush und der ist hier, hat sich auch der Kleber gelöst und der kommt auch weg. Deswegen, wenn man seine Sachen öfters wascht, dann kann es eben sein, ne? dass dann irgendwann locker wird. Ja. Oder aber die Pinseln fransen aus, beziehungsweise der ist, genau, der ist auch hier auseinandergegangen. Der war, ich glaube, das war ein günstiger Pinsel. Egal, kommt weg. Aber das war auch noch ein günstiger Pinsel. Der ist mir eigentlich auch egal. Der ist, glaube ich, was war, ah ja, der war mal zu ausgefranst hier vorne. Genau. Vielleicht möchte den auch die Caro haben. Da frage ich sie, weil der schaut so nicht so schlecht aus. Mir war er nur ein bisschen zu ausgefranst. Dann habe ich zwei Pinseln aussortieren müssen von Poppy Cosmetics. Die waren aber gar nicht so billig. Und ja, die kommen jetzt auf alle Fälle weg, mit denen kann man nicht mehr blenden. Das ist eine Katastrophe. Die habe ich noch, die habe ich erst ein paar Monate. So, und dann habe ich, und zwar, einen Pinsel von Nude Cosmetics musste ich aussortieren. Und das Pinselset war so teuer. Und der ist so ausgefranst. Das ist ja Wahnsinn. Den kann ich nur mehr wegschmeißen. Und die Zoeva-Pinsel waren auch nicht billig, die waren auch teuer. Und was ist? Da fallen überall die Pinselhaare aus. Bin voll angefressen. Einmal der 127 Luxe Sheer Cheek und einmal der 105 Luxe Highlight. Und die müssen auch weichen. Die habe ich noch nicht einmal ein Jahr. Habe ich noch nicht annähernd ein Jahr. Also da kann man ja eigentlich nur angefressen sein. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen dekorative Kosmetik. Und zwar gebe ich diesen Eyeliner weg. Ich glaube, genau. Auf der Seite wäre zwar noch ein grüner drinnen, sage ich einmal. Ich werde ihn vielleicht verschenken, aber mir hat das einfach auf der anderen Seite so genervt, dass der abgebrochen ist und so locker drinnen war. Aber den kann ich vielleicht sogar noch verschenken. Mal schauen. Dann habe ich Eyeliner aussortiert. Und zwar 4 Stück. Einmal der Tuvias Blaze. Der hat dann nicht mehr so genau gezeichnet. Aber wahrscheinlich für ein normales Make-up ganz okay. Den Kiss gebe ich vielleicht alles noch einer Freundin. Ich muss mal schauen. Dann habe ich noch von Maybelline den Hyper Precise All Day. Den habe ich auch aussortiert jetzt. Und den Aieko Eyeliner. Der war aber wirklich gut. Also der hat auch eine Kugel drin. Aber die haben mir dann am Schluss einfach nicht mehr gut genug gemalt. Und ich brauche einfach einen exakten Eyeliner. Und wenn der nicht mehr gut malt, dann kommt der einfach weg. Ich ärgere mich da nicht drum. Genau. Die kann man vielleicht dann auch noch verschenken an eine Freundin. So würde ich die nicht weitergeben. Dann habe ich noch von Max & More. Das werde ich vielleicht auch... ich glaube, der ist... Wie war das? Der ist ein bisschen zu wackelig da drinnen gewesen. Wie war denn das nochmal? Aber eigentlich, der schreibt eh noch ganz gut. Also so ist der Lippenstift. Nur ich mag diese Farbe nicht und den muss man ein bisschen sauber machen. Aber vielleicht mag den noch irgendwer. Genau. Dann habe ich noch den Cranberry Liquid Lipstick. Der hat mir von der Farbe und von der Konsistenz nicht gefallen. Der kommt auch weg. Und dann habe ich noch diesen Lip Topper. Das mag ich gar nicht, wenn da irgendwie so komischen, grisselige Dinger drauf sind. Man kann den auch als Highlighter nehmen. Und der schaut so ein bisschen holographisch aus. Weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht. Und dann habe ich auch noch einen MAC Lippenstift aussortiert. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Aber ja, ich habe ihn aussortiert. Den kriegt auch wer anderer. Mal schauen. Den werde ich verschenken auf alle Fälle. Ich glaube, die Farbe hat mir nicht mehr so gefallen. Genau.
Das war jetzt mein aufgebraucht und aussortiert Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr lasst mein Abo da und ein nettes Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!